Ob ein Tagesausflug oder Kurzurlaub ansteht, ein Besuch in Nordhorn lohnt sich, in dieser wald- und wasserreichen Landschaft. Nicht umsonst wird Nordhorn auch das Klein-Venedig genannt. Und in dieser Umgebung, in der Nähe des Europaplatzes und an der Bahnhofstraße, befindet sich das Rathaus der Stadt. Und da sind wir auch schon beim eigentlichen Thema. Nein, wir besuchen nicht das Rathaus, sondern das Café am Rathaus. Und vom Weiten fällt einem schon die handgeschriebene Tafel auf. Guten Morgen, Frühstück lecker und reichhaltig. Ja, sowas lässt man sich nicht entgehen, gemütlich sitzen, ein gutes Frühstück genießen, dann kann das nur ein guter Tag werden. Und das ist die Besitzerin des Cafés, Gudrun Zirksener, die natürlich alles selber zubereitet. Das hier ist ein ganz normales Landmarktfrühstück. Da bekommen Sie Brötchen ausreichend, Sie kriegen Butter, Sie kriegen Marmelade. Richtig schöne Schwartau-Marmelade, ein bisschen besondere Spezialitäten mit Stachelbeer und mit Nektarinen. Und Sie kriegen ein frisches Ei von unseren eigenen Hühnern. Sie bekommen Orangensaft, Kaffee, so viel Sie möchten, oder Tee oder Schokolade. Und Aufschnitt ist auch ausreichend von allem da. Sie kriegen Schinken, Sie kriegen Käse. Ja, und dann gibt es noch das sogenannte Tiffany-Frühstück mit Lachs, Schinken, Rührei und einem Piccolo-Sekt. Über 80 Jahre Familientradition hat das Café am Rathaus vorzuweisen. Angefangen hat es eigentlich mit meinem Opa, der 1929 seine Meisterprüfung gemacht hat und unser kleines Unternehmen damit gegründet hat. Mein Vater hat es nachher weiter übernommen, fortgeführt mit meiner Mutter. Und das war für mich so der Zeitpunkt, wo ich infiziert worden bin von der Backstube. Backstube war für mich immer etwas Schönes, Leckeres, was Besonderes. Ich bin viel und gerne bei meinem Vater in der Backstube gewesen. Ich hatte ein ganz besonderes Verhältnis zu meinem Vater. Mein Vater war erstens meine große Liebe, meine ganz große Liebe, und zweitens, ich war seine große Liebe. Das heißt, da waren Sie also die einzigste Tochter? Ich war die einzigste, Tochter. Ja. Das war eigentlich eine sehr schöne Kindheit, wenn ich mich zurückerinnere, trotz Geschäft. Ich bin 1944 geboren, da hatten meine Eltern dann den Laden. Das war ja, natürlich, ja, aber das war auch eine schöne Zeit. Ne? Nachher in der Schule dann, ja, dann hieß es, ja, Gudrun hat Kindergeburtstag. Ich durfte so viele Kinder einladen, ja, wie ich wollte. Ja. Das war super. Papa hat dann gebacken und die Kinder haben sich alle gefreut, weil dann hatten die Eltern schon gesagt, ach, heute Nachmittag gehst du zum Kindergeburtstag zu Gudrun. Und naja, dann gibt es ja genug. Ja. Ne? Ja. Und mein Vater war sehr kinderlieb. Und es machte ihm Spaß. Wir hatten viele Nachbarskinder auch, die immer kamen, ein bisschen guckten in der Backstube, ein bisschen mitgeholfen haben, mal Plätzchen backen durften oder zur Weihnachtszeit Spekulatius auflegen auf dem Blech. Ja, das waren ja dann die 50er Jahre, ne? Ja. Da war man ja auch froh, wenn man sowas Leckeres zu essen hatte. Und damals haben wir dann noch Zwiebäcke gemacht. Ja. Die kamen ja, das waren so Bollen, so runde, die kamen in eine Metallhülse und dann wurden die gebacken und nachher wurden die dann durchgeschnitten, ja, und dann wurden die oberen Hälften und die unteren Hälften sortiert und dann kamen die nachher zu 10 in einen Beutel, 5 obere und 5 untere, ja, und das war natürlich dann auch für die Nachbarskinder, war das ein Spaß, da mitzuhelfen. Ja. Ne? Ihr Vater ist schon sehr früh gestorben. Ja, mein Vater ist im Alter
mit 49 Jahren verstorben, 1962 an Lungenkrebs. Er hat viel geraucht, aber es war auch wohl die Arbeit, ne? Damals war das ja noch mit Mehl, heutzutage hat man ein Mehlsilo. Damals war das mit den Säcken, alles musste hochgehoben werden, es staubte, ich weiß es nicht. Ich möchte es auch nicht wissen, es war schlimm für mich. Ich war damals 18 Jahre alt. Und wie gesagt, mein Vater, meine große Liebe, starb dann. Und das war für mich tragisch. Das war also ganz schlimm. Ich habe lange damit zu kämpfen gehabt, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wie damals die Zeit auch war, ja, dann musste er wieder arbeiten. Dann war der Geselle krank. Und wenn man selbstständig ist, das sagt das Wort, selbst und ständig. Ja, genau. Nun hatten Sie, Frau Zirkzener, damals Ihr Geschäft in der Feldhauser Straße. In der Neuenhauser Straße. Neuenhauser Straße. Neuenhauser Straße, Ecke Lange Straße. Ja. Wie lange sind Sie da gewesen? Das ist eigentlich das Stammhaus von meinem Opa schon. Ja. Und wir sind dann 1981 hier zur Bahnhofstraße gezogen. Ja, und warum? Und warum? Warum? Weil an der Neuenhauser Straße kam die Tangente dadurch und es war dann alles schlechter. Und dann kam, wir hatten damals noch ein relativ großes Lebensmittelgeschäft, aber immer mit Kuchen, immer mit Sahneteilchen. Und dann kamen die Großraumläden und es wurde dann auch etwas weniger. Das war 1978 sowas, 78, 79, 80, wo wir uns dann überlegt haben, das dann hier zu kaufen, in der Bahnhofstraße und dann hier ein reines Café zu machen. Stand dieses Haus schon oder haben Sie es damals gebaut? Nein, das Haus stand und zwar war damals hier ein Friseur drin mit einem Puppendoktor noch. Aha, ach ja, das gab es früher, richtig. Ja, das war der einzigste Puppendoktor hier. Das war in der linken Hälfte, wenn man vorm Haus steht, und in der rechten Hälfte war eine Bausparkasse. Ja. Also für uns vollkommen ungeeignet. Also wir mussten das dann abreißen und neu bauen. Ja. Und was wir dann am 2. April 81 eröffnet haben. Da war ich schon mit meinem Mann verheiratet. Wir hatten auch schon Kinder. Mein Mann war ja eigentlich landwirtschaftlicher Maschinenschlosser. Er hat dann mir zuliebe umgesattelt. Ja. Er hat Bäcker gelernt und auch seine Meisterprüfung gemacht. Das heißt aber, Sie haben richtig 3 Jahre Bäcker gelernt? Nein, mein Mann hat das gemacht. Ein tragischer Unfall ereignete sich 1993, als ihr Mann bei Auslieferungsfahrten tödlich verunglückte. Das große Außerhausgeschäft machten sie damals mit Fladenbrote. Das Rezept hatte damals mein Mann von einem befreundeten Türken und er hat dann das deutsche Know-how etwas dazugegeben und dadurch war unser Fladenbrot wahnsinnig beliebt. Wir waren Schüttorf, Rheine, Greven, Emstetten, Münster, in Holland, Rhein. Wir waren in Gronau, in Altstädte, in Ahaus, also überall da vertreten. Und auf dem Weg ist mein Mann auch tödlich verunglückt. Und wir haben sehr viele Goldmedaillen gehabt für das Fladenbrot. Ja. Und es ist heute noch so, ich mache es jetzt nicht mehr, weil mir einfach auch die Kraft dazu fehlt. Ja. Aber es sind heute immer Kunden im Sommer, die sagen, oh, machst du dein Fladenbrot noch? Nein, ich mache es nicht mehr. Und das hat sie auch nicht mehr nötig. Das Hauptgeschäft aber ist und bleibt die Kaffeezeit. Dann treffen sich viele Stammgäste und Besucher hier. Gudrun Zirkzener bietet täglich ihre Torten aus eigener Herstellung an. Neben den Klassikern wie der Schwarzwälder Kirsch, der sauren Lotte, der Black Mary oder der Charlotte mit Eierlikör hat sie noch eine Spezialität auf Lager. Eine große Herztorte und wie die gemacht wird, das schauen wir uns jetzt mal an. Aber zunächst zeigen wir den Arbeitsbereich von Gudrun Zirkzener.
Bäcker und Konditoren brauchen handwerkliches und technisches Geschick. Ganz ohne Technik geht's nicht. Hier zum Beispiel eine Teichrollenmaschine, eine alte Anschlagmaschine, die noch mit Hand gekurbelt wurde. Hinten rechts ein Gärschrank für den Teich und hier vorne links zwei Backöfen. Früher hatten wir hier ein großes Mehlsilo hängen. Ich hatte die Möglichkeit, im Keller 4,5 Tonnen Mehl zu lagern in so großen aufhängbaren Tüten. Aber heute, da ich das alles nicht mehr mache, brauchen wir das nicht. Und dann ist meine Arbeitsecke, wo ich eigentlich immer sehr aktiv bin, eben mit Torten machen. Und nun kommen wir zur Sache. Herstellung der Erdbeer-Mascarpone-Torte. Hier auf dem Kuchenblech befindet sich eine gebackene, sogenannte Biskuitkapsel, die nun zu einem Herz verarbeitet wird. Vorher wurde eine Herzschablone darauf gedrückt und nun wird es ausgeschnitten. Die abgeschnittenen Stücke werden nicht weggeworfen, nein, davon kann man noch die leckeren Rumkugeln machen. Nun wird das Biskuitherz mit einem scharfen Messer getrennt, sodass man zwei Herzen von ca. 1 cm Dicke erhält. Man muss das Messer in der Schnittfläche laufen lassen und nicht drücken, erklärte sie mir. Also das ist ein Mürbeteigherz, was jetzt mit der Form umstellt wird. Und wo wir dann versuchen, eine leckere, schmackhafte Torte von zu machen. Der Boden wird nun mit Marmelade bestrichen und mit der zweiten Kuchenplatte belegt. Jetzt sind die schon geschnittenen frischen Erdbeeren dran. Wenn wir jetzt Winter haben, was machen Sie dann? Wo kriegen Sie frische Erdbeeren her? Frische Erdbeeren, die kommen im September, kriege ich die denn schon aus Belgien noch. Und im Winter kommen die Erdbeeren aus Ägypten. Aus Ägypten? Die schmecken sehr gut. Also ich werde jetzt die Erdbeeren verarbeiten. Das waren 3 Kilo Erdbeeren, die da jetzt verarbeitet worden sind. Das ist jetzt bei der Torte sehr wichtig, dass ich da einen stabilen Untergrund habe. Ich kann die Torte natürlich jetzt nicht mehr hochheben. Ne? Das ist bei dem Gewicht nicht möglich. Ne? Das geht einfach nicht. Jetzt gehe ich in die Küche und hole Sahne. Und diese Torte ist, wenn sie fertig ist, bei den Kunden außerordentlich beliebt. Wegen des unwahrscheinlich anregenden Geschmacks. So, also das ist jetzt die Mascarpone-Sahne, die jetzt da drauf kommt. Und Sie bekommen jetzt eine Kostprobe zum Probieren. Mmh. Ja. Ja. Fruchtiger. Ja, wie soll man das nennen? Ja. Fruchtig-sahnig. Was ist das? Wo kommt das her? Mascarpone ist ein italienischer Frischquark. Ein Frischquark. Sehr wohl. Und gerade sprachen Sie von Sahne. Ja, mit Sahne in Verbindung, was sehr lecker ist, sehr leicht. Eigentlich ganz, ganz leicht, zum Gegensatz zu anderen Mascarpone-Sachen, die sehr schwer sind, ist diese Mascarpone-Sahne einfach ein ganz leichtes Gedicht. Ja, Emma, was wollt ihr denn? Ich kann das kalorienarmer machen, aber es schmeckt nicht. Da Fett und Zucker gute Geschmacksträger sind. Und ich möchte lieber etwas essen, was mir schmeckt. Und dann ein Stück wie
irgendwas, was mir nicht schmeckt, das bekomme ich mir auch nicht. So, das waren jetzt so die letzten Streichungen für meine Torte. Die kommt jetzt kalt und heute Nachmittag wird sie dekoriert und hoffentlich ganz hübsch werden. Neben den klassischen Torten bietet Gudrun Zirksener auch ihr selbstgemachtes Gebäck an. Kalte Schnauze oder kalter Hund genannt. Ein Kekskuchen ohne Backen. Die Firma Balsen gab bereits in den 20er Jahren das Rezept dafür heraus. Ein typischer Kuchen der 50er und 60er Jahre, der sonntags auf den Tisch kam. Das ist jetzt die Dekoration der Torte. Die Leute möchten das sehr schlicht gehalten haben. Hauptsache nicht zu bunt. Nur, dass das Herz im Moment, also das ist, was bombastisch sein soll. So, Franco ist derjenige, der die Feuerwehr für mich, der alles tun muss und laufen muss und helfen muss und den ganzen Frust von mir abkriegt, wenn mal was nicht so klappt, wie ich das gerne hätte. Aber auch so etwas schweißt nur zusammen. So, und ich meine, so ist das wunderbar. Das ist nicht übertrieben. Da hat sie das, was sie haben will. So, und jetzt habe ich meine Torte, ich hoffe, zur Zufriedenheit meiner Kunden fertig. Das sieht doch schön aus. Ja, sehr schön. Und fertig ist sie, die Torte für Jens, die Erdbeer-Mascarpone. Aber auch die beliebten Hochzeitstorten stehen auf ihrem Programm, die sie mit viel Liebe und Geschick dekoriert. Aber ich tue mein Bestes und bis jetzt waren meine Kunden immer zufrieden. Aber es geht natürlich nicht ohne Hilfe und mein besonderer Dank geht an meinen beiden Aushilfen, das ist Frau Naber und Frau Baudisch, worauf ich mich immer hundertprozentig verlassen kann. Und einen ganz lieben Dank an meinen Sohn, der in der Zeit, wo ich krank war, mich 8 Wochen super vertreten hat. Und eine freundliche Bedienung ist Ihnen im traditionsreichen Café am Rathaus stets sicher. Bei Gudrun Zirksener in der Bahnhofstraße 28 in Nordhorn.